Diese Kiste ist eine leer. Eine leere Kiste. Hey, du musst Rupert sein, der Museumsdirektor. Hör zu, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Naja, zumindest ein wenig. Ich bin eine Freundin deiner Frau Conny und habe vor kurzem ein wenig mit ihr geplaudert. Weißt du eigentlich, wie todunglücklich sie ist, weil du sie vernachlässigst? Sie vereinsamt hier und will wegziehen. Was? Wer bist du überhaupt? Das tut wenig zur Sache, Sif. Pass auf, du gehst jetzt zu deiner Frau und rettest, was zu retten ist. Kein Wenn und Aber. Liebesgeschichten ohne Happy End gehen mir an die Nieren. Und das will doch niemand, oder? Siehst du. Also los jetzt. Na gut. Dann gehe ich mal kurz. Kann ja nichts schaden. Brittany Ashton, amerikanische Entertainerin, verbrauchte zwischen 2000 und 2022 ihr gesamtes Vermögen für diverse Entziehungskuren. Die Kuren halfen nicht, aber aufgrund ihrer völligen Verarmung konnte sie sich anschließend keine Drogen mehr leisten und wurde endlich clean. Verkaufte die Rechte an ihrem Leichnam kurz vor ihrem Tod, um damit einen längeren Aufenthalt in Amsterdam zu finanzieren. Bob Doors, amerikanischer Multimilliardär und bekennender Monopoly-Fan, verarmte bei dem Versuch, über taktisch kluge Firmenkäufe die Weltherrschaft an sich zu reißen. Er verkaufte anschließend die Rechte an seinem Leichnam an einen weltweit erfolgreichen Linux-Distributor, um seine schmale Sozialhilfe aufzubessern. Jim Tree, amerikanischer Politiker, führte um 2006 Krieg gegen alles und jeden, inklusive Sex, Alkohol und Ungläubige. Wurde gemeinsam mit einem Keks präpariert, der zum Todeszeitpunkt in seinem Halse steckte. Ein direkter Zusammenhang mit seinem Ableben kann nicht ausgeschlossen werden. Die Einnahmen aus dem Verkauf seiner Leiche wurden direkt zur Tilgung des amerikanischen Haushaltsdefizits verwendet. Marseille Massey, reiche Erbin mit stark eingeschränkter Lebenserfahrung, einer allzu geringen Vorstellungskraft, was mit dem Begriff Starkstromleitung gemeint sein könnte, ist es zu verdanken, dass Teile des Körpers leider nur noch als Asche geborgen werden konnten. Marseille Massey verkaufte ihre Leiche, um eine Party auf der ISS und drei weiteren Raumstationen gleichzeitig zu finanzieren. Was machst du denn hier? Die Frage müsste ich dir stellen. Deine Frau ist todunglücklich, weil du sie vernachlässigst. Merkst du nicht, dass sie hier vereinsamt und weg will? Ich würde vorschlagen, du gehst jetzt sofort zu ihr und versuchst zu retten, was zu retten ist. Na los, geh. Jamail Jetson, amerikanischer Entertainer, verkaufte seine Leiche insgesamt 25 Mal, um Geld für diverse Zivilprozesse gegen Unmündige aufzubringen. Am Ende entschied das Los, dass das MBA den Hauptkörper erhalten sollte, während andere Museen diverse Körperexponate erhielten, die dem